Wir sind hier in Neuenburg am wunderschönen Neuenburger See. Neuenburg war 1960 der erste Kanton in der Schweiz mit einer Frau im Kantonsparlament und seit 2021 auch der erste Kanton mit einer Mehrheit Frauen im Kantonsparlament. Nun, kein Land hatte das Frauenstimmrecht eingeführt, als die Schweiz das Männerstimmrecht eingeführt hatte. Neuseeland war das erste Land 1893, das mehr oder weniger alles miteinander eingeführt hatte. Repräsentative und direkte Demokratie, Männer- und Frauenwahlrecht. In der Schweiz gab es sogar Vorstellungen, das auch einzuführen. Der Schweizerische Arbeiterinnenbund erhob im gleichen Jahr die Forderung nach einem nationalen Frauenstimmrecht. Die SP nahm es ins Programm auf, die Gewerkschaften forderten es im Landesstreik. Aber die Bürgerlichen wollten die traditionelle Gesellschaft wahren. Vor allem in der Deutschschweiz hielt sich eigentlich die Vorstellung der Dualität der Gesellschaft recht gut. Das war eine eher traditionelle Vorstellung von Gesellschaft. Männer und Frauen haben unterschiedliche Kompetenzen und sie sollen sie auch in unterschiedlichen Bereichen einbringen. Für die Frau war die Schule und vielleicht die Fürsorge vorgesehen, für die Männer die große Politik. Und das blieb bis in den 1960er Jahren so. Nun, ganz sicher war die Nähe zu Frankreich entscheidend. Frankreich führte am Ende des Zweiten Weltkrieges das Frauenstimm- und Wahlrecht ein. Und das hatte Auswirkungen auf die ganze Region. Neuenburg ging vielleicht auch noch aus einem anderen Grund voraus. Namentlich in der Region La Chaux-de-Fonds betrieben die Frauen Frauenbildung. Und das war eine der ersten Quellen, um aktive Frauen in die Politik zu bringen. Ich glaube nicht, dass es eine ganz bestimmte Gruppe ist, die quasi Schwierigkeiten hat oder der Hürden in den Weg gelegt werden. Vielmehr geht es um eine Demokratievorstellung. Für Konservative sind politische Rechte ein Privileg, ein Vorrecht, das auf wenige beschränkt bleiben soll. Und deshalb will man es auch anderen Gruppen nicht gewähren. Für Progressive ist es genau umgekehrt. Sie finden, die Demokratie werde gestärkt, je mehr die Partizipation ausgebaut werde. Und das unterscheidet schon diese beiden Richtungen. Und ich denke, in der Schweiz herrscht die konservative Vorstellung vor.